You can ring my bell, ring my bell. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute stelle ich euch das Spiel The Climb vor. The Climb ist jetzt auf der Quest erschienen. Ist eigentlich ein älterer Titel, der im April 2016 erschienen ist. Und war auch einer so der ersten 10 Titel, glaube ich, die ich so gespielt habe auf der CV1. Hab sogar damals ein Video dazu gemacht. War auch einer der ersteren Videos oder früheren Videos, die ich so gemacht habe auf meinem Kanal. Und ich werde es auf jeden Fall mal in die Infobox packen und in die Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, ein bisschen schmunzeln vielleicht, wie ich früher so Videos gemacht habe. War auf jeden Fall ein cooles Erlebnis damals. Und auf dem PC sah die Grafik auch bombastisch aus. Natürlich ist das auf der Quest jetzt nicht der Fall. Also auf der Quest mussten die natürlich arg abspecken mit der Grafik und den Texturen. Aber trotzdem macht es immer noch Spaß. Und ich würde sagen, die Quest hat den Vorteil, man kann damit wirklich nach draußen gehen. Und wenn ein bisschen Wind ist oder so, dann hat man echt ein mega geiles Feeling, glaube ich. Also das steigert die Immersion immens, meiner Meinung nach. Und ich hätte es jetzt gerne draußen gespielt, aber ja, da muss das Wetter passen, darf keine Sonne scheinen und ich muss dann natürlich draußen auch alles aufbauen. Ist ein bisschen komplizierter mit der Quest dann halt draußen aufzunehmen. Deshalb habe ich es jetzt in den eigenen 4 Wänden gemacht. War trotzdem spaßig, hat Bock gemacht und ich sag mal so, die Quest ist ein Teil, was ja mega profitiert von dem, dass es kein Kabel hat, dass es halt eine autarke Brille ist, ohne PC arbeitet. Das Gefühl hatte ich jetzt aber bei The Climb nicht. Also bei The Climb stört mich das Kabel mal überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt ein Kabel dran habe, stört mich null und ich hatte jetzt irgendwie auch keinen Vorteil dadurch, dass ich mit der Quest halt The Climb zocken konnte. Also das nur mal dazu, also von meinem Standpunkt aus. Natürlich ist es immer cool, kein Kabel zu haben, aber es ist keiner der Spiele, wo ich mich oft drehen muss oder so. Also das klappt da bei The Climb sowieso nicht. Von daher ist das so eine Sache, wo ich sage, okay, man braucht es jetzt nicht unbedingt für die Quest. Aber Leute, die nur die Quest haben, cool. Und das Geile ist, es hat Cross-Buy. Das heißt, wenn ihr es einmal für die Quest kauft oder die Rift S, habt das für beide Brillen. Und ja, ist eigentlich ganz cool, weil ich brauche es jetzt auch nicht mehr neu kaufen. Ich hatte es schon für die Rift. Und ja, jetzt habe ich es kostenlos quasi runterladen können für die Quest, also dicker Pluspunkt. Ist nicht selbstverständlich leider, es gibt, ich weiß nicht, woran es liegt, ich denke mal an den Entwicklern, manche wollen halt nochmal abkassieren, manche sagen sich, okay, wir haben es schon rausgebracht, wir bringen es jetzt für die Quest raus. Das ist eigentlich ein Punkt, wo ich sage, echt top. Also, warum soll ich zweimal für einen Titel bezahlen? Es ist ja jetzt kein, ja, ich weiß nicht, der Aufwand ist natürlich da, aber die werden natürlich trotzdem dadurch nochmal Gewinne einfahren, das ist ganz klar. Ja, Leute, schauen wir uns einfach mal die Oculus-Seite ein bisschen an. Kostet 29,99, ist natürlich auch nicht wenig, also ist schon viel Geld, aber da es halt auch Cross-Buy hat, ist natürlich auch cool. Und ja, wir können uns mal ganz kurz so ein bisschen Trailer-mäßig was anschauen. Ja, ist halt Crytek, ne? CryEngine und ja, das Spiel sieht einfach bombastisch aus. Und wenn man da irgendwo hängt und ja, da kommen schon mal Adler vorbei, Helikopter und also ein richtig geiles Feeling. Und das Klettern macht Spaß. Also es ist nicht mega frustrierend. Klar macht man schon mal Fehler und stürzt ab. Ist mir auch öfters passiert. Aber trotzdem macht es Spaß. Die Checkpoints sind echt super geil gesetzt, also man hat da sehr viele Safe-Punkte, wo man sagt, okay, hier habe ich jetzt einen sicheren Punkt und jetzt kann ich gerne abschmieren und ich starte von hier aus neu. Ja, hat auch eine sehr gute Bewertung, wie wir hier sehen, ne? Also kann auch stehend und im Sitzen gespielt werden und ich habe es auch im Sitzen probiert. Es geht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das muss man jetzt zwingend im Stehen spielen. Ich habe es im Stehen gespielt, weil es einfach mehr Spaß macht. Aber man kann trotzdem überall an den Sachen ran im Sitzen, also ist überhaupt kein Problem.
Und wer da jetzt wirklich sitzen muss oder gezwungen ist, das im Sitzen zu spielen, ne, für die Rollstuhlfahrer und so weiter. Also ist trotzdem möglich, ich habe es probiert. Also für mich war es in Ordnung. Man hat auch, ja, manchmal muss man sich natürlich ein bisschen runterbeugen. Das ist ein bisschen schwieriger, klar. Aber ich würde jetzt sagen, es ist kein K.O.-Kriterium für das Spiel. Ja, Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter, aber die Sprachen sind jetzt nicht so mega wichtig bei dem Spiel. Also wir haben jetzt nicht da mega viel zu lesen oder so. Also es bezieht sich wirklich aufs Klettern und das ist eigentlich schon alles gewesen. Und wenn man einmal dann hochgeklettert ist, hat man eine richtig geile Aussicht. Und die kann man erstmal genießen, bevor man weitermacht. Man kann sich Ausrüstungen freischalten, wie Handschuhe, Kopfbänder und so weiter und so fort. Also Armbänder kann man auch sich organisieren, sage ich mal, mit Punkten, die man freischaltet. Man muss die ganzen Maps erst freischalten, also von Easy bis Medium Hard. Und die schaltet man auch mit Punkten frei. Also man muss erstmal eine Zeit lang spielen, dass man auch an die schweren Titel rankommt oder die schwierigen Maps. Ja, Leute, ich würde sagen, ich rede jetzt hier nicht viel um den heißen Brei rum, sondern wir gehen jetzt ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei The Climb und ja, ich habe alles schon mal so weit ein bisschen was freigeschaltet, man musste Tutorials spielen und so weiter. Fand ich jetzt nicht so ganz toll, die zu zeigen, von daher habe ich das übersprungen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal bei den Alpen an. Man hat immer hier erst dieses Easy und dann kann man Sachen freischalten mit, ich glaube, mit den Punkten, die man da oben bekommt. Und ja, fangen wir einfach mal an und viel Spaß. Das sieht schon cool aus. Das war ja einer der ersten Gameplays, die ich so mit einer der ersten, die ich so gemacht habe auf meinem Kanal und war damals schon echt krass, dieses Erlebnis auf dem PC sogar. Oder was heißt sogar? Auf dem PC, wie die Grafik da sogar aussah. Also echt bombastisch. Man fühlte sich fast wirklich hier in den Bergen hineinversetzt. Es ist natürlich abgespeckter, aber das zeige ich euch gleich mal. Oder erkläre ich euch gleich mal. Wenn wir mal draußen sind, hier sieht man natürlich jetzt nicht so viel. So, hier haben wir immer diese Save-Punkte. Wer das Spiel hier nicht kennt, man hat Kondition, man kann sich nicht ewig festhalten. Das ist die Kondition. Und ihr hört den Herzschlag, der pumpt dann und dann lässt er auch irgendwann los. Man hat Kreide, die macht man mit Grip-Taste und Schütteln. Und dann hat man ein bisschen mehr, längere Kondition. Und ja, so geht das halt die ganze Zeit. So, wir können auch springen. Das sieht echt aus wie so eine alte Mine hier. So, geht es denn irgendwo da raus? Oder da würde es hochgehen? Also es gibt immer mehrere Wege, die man nutzen kann. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, cool. Das ist genial. Also Greifen über Trigger funktioniert auch super. Natürlich wäre es cool, wenn man das umstellen könnte, weil manche Leute wollen vielleicht mit Grip-Taste greifen. Aber das ist nur Meckern auf hohem Niveau jetzt. Ich muss mal ein bisschen nachkreiden. Aber man sieht natürlich an den Texturen, dass das jetzt hier auf der Quest läuft, aber trotzdem sieht es echt bombastisch aus und das darf man natürlich nicht mit dem PC vergleichen. So, hochziehen. Der erste Step ist erreicht. Ja, hier in den Bäumen sieht man das natürlich. Die Weitsicht ist nicht so bombastisch und ich hatte eben mal bei einer anderen Map im Tutorial, da habe ich es extrem gesehen, ja, sehe ich jetzt hier auch,
wo weniger gerendert wird im Bild. Hier stört es jetzt nicht so, auf anderen Maps stört es ein bisschen mehr, da schimmert das so ein bisschen. Natürlich, wenn man jetzt hier fokussiert ist, stört es natürlich nicht. Okay, greifen wir mal um und gucken mal, wo wir hin können. So, wir wollen ja hoch hinaus, ne? Wir gehen hier mal lang. Ach, das ist ja süß. Oh, du armer Zwerg. Der hat sogar geschrien. Oh, ein Bachfluss oder ein Wasserfall. Ich kann es noch nicht sehen. Ein Wasserfall, cool. Auch cool, dass man hier die Save-Punkte so ganz gut markiert. So weiß man immer, wann man mal Risiko gehen kann und wann nicht. Und hier kann man sich natürlich auch mit seinen Freunden battlen, weil es gibt ja hier Punkte. Ja, ich weiß, du kannst nicht so lange festhalten an den Dingern hier. Also an manchen Sachen kann er sich länger festhalten als anderen. Kommt man hier denn hoch? Man könnte jetzt hier rüberspringen, ne? Oh je. Okay, das war knapp. Das war knapp, aber ich möchte dahin. Nee. Das klappt nicht. Okay. Es gibt auch noch eine Sprungtaste. Aber wir verlegen das auf einen anderen Zeitpunkt. Wir versuchen uns jetzt hier mal durchzuackern. So. Jetzt müssen wir springen. Ja, mit der Sprungtaste klappt das. Okay. Ich glaube, das war der B-Button. Na, hier geht's nicht mehr lang. Also nicht, dass ich was gesehen hätte jetzt. Na komm. Der braucht Kreide, der Kamerad. Also man braucht auch nicht unbedingt immer auf diese Markierungen zu achten, die man hier hat, diese Konditionsbalken, sondern man kann auch einfach nur auf den Sound hören, wie der sich gerade fühlt, der Kollege. So, genießen wir mal kurz den Ausblick hier. Das sieht schon cool aus. Und ziemlich hoch. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Komm mal hier nach hoch, ne? Ach, das ist sogar eine Kirche. Eine Kirche. Also, man muss sich ab und zu mal fallen lassen, um weiter runter zu kommen. Was ist das? Oh, wieder irgendein Bonus. So, wir haben einen Save Point. Wir klettern mal wirklich so einfach wie hier.
So. Okay, wir müssen jetzt gleich umgreifen. Einkreiden, nicht umgreifen. Umgreifen sowieso. Okay, runter. Wie geil ist das denn? Okay. Halt dich fest, du Park! Das ist ein geiles Gefühl. Habe ich auf dem PC auch noch nicht gehabt. Die Map hier. Da habe ich es auch nur angetestet. Also gut, dass ich hier bei den Alpen angefangen habe. Okay, da oben sehen wir, ist unser Ziel. Du musst auffliegen. Tut mir leid. Okay, den Safepoint nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Da machen wir nichts falsch. So, jetzt gehen wir aber hier. Gehen wir Tempo. Das ging jetzt schnell. So, und hier fällt einem das wieder mega auf. Hey! Dass die Seiten hier schlechter gerendert werden, das fällt einem bei diesen Übersichtsbildern auf jeden Fall besser auf. Boah, das sieht echt genial aus, sogar auf der Quest. Klar, nicht das gleiche wie mit dem PC, aber trotzdem auch schon ein cooles Erlebnis. Ich würde sagen, machen wir noch einen, oder? Jetzt nehmen wir mal eine Medium. Ja, sicher. Ich werde so untergehen jetzt. Schauen wir mal, wie sich das Spiel dann dadurch verändert. Und wie viel schwieriger das dann wird. Also wenn man sich schnell so umblickt, ruckelt es kurz, aber okay, wie gesagt, ist ein mobiles Teil. So, da wäre Weg A, den wir einschlagen können. Geht da vielleicht Weg B lang? Ich sehe aber auch keinen anderen. Okay, los geht's. Da geht Weg W lang, 100 Pro. Okay. So, ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Was wir hier machen. Nein! Okay, das waren die Dinger, die kaputt gehen, wenn man sie anfasst. Also, das ist der Unterschied jetzt bei Medium. Oh, ich hab doch gerade gegriffen. Okay, wie man merkt, schon schwieriger, das Ganze. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns da festhalten. So. Und da direkt hoch. So. So sieht's aus. Okay. Man kann sich auch hier den Weg, glaube ich, markieren lassen, aber ja, Rewind wollen wir nicht.
Also man kann mit Rewind auch immer zum letzten Save Point zurück. Ruhig. Also da lag gerade Dreck drauf, den muss man dann wegwischen. Und dann kann man da auch wieder langklettern oder sich festhalten. Okay, das ist ein Safe-Punkt, das ist gut. Das sieht bestimmt witzig aus, wie ich hier die ganze Zeit hier am Schütteln bin. Oh, und das sind giftige Pflanzen. Die können einen auch die Kondition kaputt machen. Boah, und an diesen Bröckeldinger muss man ganz schnell sein. Okay. Oh, der schreit ja danach Kreide. Der Herzschlag. Aber wenn man hier dann so nach links guckt, dann fällt einem das am meisten auf mit diesen schlechten Rändern. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir aber umgreifen, ne? Sonst, oder? Nee, da kann man hin. Ich dachte gerade, ich müsste einmal kurz in diese Giftstacheln rein. Das gefällt mir hier am besten, dass das alles so gut funktioniert mit dem Greifen. Okay, hier müssten wir jetzt eigentlich mal einmal runter, ne? Da geht's aber nicht lang. Okay. Aber viele Wege führen zum Ziel hier. Also gehen wir einfach einen anderen. Das ist das Coole, dass man sich nicht nur einen Weg hier aussuchen kann. Beschützt unser Land! Also es könnte auch für Leute sein, die wirklich ihre Höhenangst besiegen wollen, weil hier hat man echt keine Gefahr und außer diesen Tod hier. Warum ich jetzt aber wieder nicht rüberkam, hat mich jetzt gewundert. Okay, probieren wir nochmal. Ah, so. Yes! Formationsflug. Hauptsache, ihr kracht nicht hier in die Berge rein. Cool gemacht. So, Bay. Temple Bay, Medium. Sehr gut. Also Medium gefällt mir bisher am besten. Easy war so ein bisschen zu leicht. Aber um reinzukommen, ist es echt genial. Ja, hier fällt das auch wieder auf. Ist wie abgeschnitten. Dieser Renderbereich. Ich muss nachher noch mal reinschauen. Bewegt sich das Wasser nicht bei PC-VR? Also, ich bin mir eigentlich sicher, dass das so war. Aber klar, sowas kann die Quest nicht auch noch berechnen. Okay.
Legen wir los. Also ich glaube, würde ich jetzt nicht aufnehmen, würde ich auch mit der Quest draußen spielen. Schön bei frischer Luft, ein bisschen Wind dabei, dann hat man sogar noch ein viel besseres Feeling. Okay, wir könnten auch hier lang gehen, aber wir gehen einmal hier links rum. Steht jetzt eine 1, warum auch immer. Wir können jetzt einmal hier lang oder wir gehen einfach hier lang. Wir gehen da lang. Ich will den anderen Weg gehen. Jawohl. Aber Rewind. Okay, neu. Ne, jetzt müssen wir wieder von neu anfangen. Das ist ja blöd. Aber bis da ging ja eigentlich. Oder habe ich einmal zu oft Rewind gedrückt? Scheiße, da wollte ich gerade noch so nachkreiden und dann war es auch schon zu spät. Das sieht schon genial aus. Das gefällt mir. Noch kann er sich festhalten. So. Ich habe bestimmt gerade aus Versehen zu oft Rewind gedrückt. Okay. Wir haben einen guten Punkt. Dann kann man hier hoch. Hier kann man natürlich auch lang. Aber wir gehen den Weg. Da sehe ich jetzt außer da unten keinen Weg. Also gehen wir hier. Also jetzt müssen wir ein bisschen runter und dann wahrscheinlich wieder hoch zu gehen. Wow, mal gerade ein bisschen Tracking-Aussetzer gehabt, habe ich das Gefühl. Gehabt, weil auf einmal der Controller weg. You can ring my bell, ring my bell. Das wäre auch ein schönes Ziel gewesen da oben. Zu dem Tempel da. Also diese Kameraschwenks immer, ist auch ganz gut gemacht. Also habe ich jetzt auch kein Problem mit Motion Sickness. Und durch die Sprungtaste und so weiter kann man das sogar im Sitzen spielen. Also ist nicht ganz unmöglich. Ist natürlich besser, wenn man es im Stehen spielt. Aber wie gesagt, es ist echt möglich, das auch im Sitzen zu spielen. Ach komm, gehen wir da hoch.
Warum wollen wir runter, wenn wir auch hoch können? Aber jetzt müssen wir erstmal wieder runter. Und dann können wir den Weg nehmen. Okay, hier muss ich einmal so greifen, genau. Ja, hier merkt man das Medium auf jeden Fall. Aber ist alles noch im grünen Bereich. Haben wir noch eine Möglichkeit, da hinzukommen? Nee, nach B? Nee. Jetzt müssen wir schauen. Ja, von da sind wir gekommen, ne? Okay. Ich habe den Faden verloren. Mal schauen, ob wir hier irgendwo. Ah, okay. Geht doch hier weiter. Na komm, da sind wir. Das Rote da unten sieht irgendwie komisch aus. Sieht aus, als ob da irgendwas so reingebackt ist. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch, ne? Boah, Leute, die sich so festhalten können. Hut ab. Die müssen Power in den Händen haben. Ist gerade wieder ganz gut. Okay, wir müssen hier rüber. Hier wäre so ein richtiger Koop-Modus auch cool. Dass man sich eventuell noch gegenseitig unterstützen kann. Hört sich noch ein Helikopter an. Ja, gar nicht so ungefährlich, was der gerade macht. Er fegt hier uns fast von der Klippe. Hol uns ab, Jung. Der fliegt jetzt da rein in den Berg. Ja, ist er reingeflogen. Das ist die Höhle von Airwolf. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Gameplay. Bei so einem geilen Feuerwerk können wir auch aufhören. Ja, macht auf der Quest auch genauso viel Spaß wie auf der Rift oder Rift S. Man muss Abstriche mit der Grafik nehmen, in Kauf nehmen natürlich. Und ja, dieses weniger Rendern macht mich am meisten irre, besonders wenn ich jetzt hier in die Ferne gucke. Das sieht aus wie so ein Balken, der immer runtergeht. Absolutes No-Go meiner Meinung nach. Auch wenn die dadurch natürlich Grafikpower sparen, aber das stört. Also mich stört es definitiv. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr das schon getestet habt, sagt eure Meinung mal dazu und ab in die Kommentare damit. Und ja, mich interessiert natürlich auch, wie findet ihr das Spiel? Habt das schon mal auf der Rift oder Rift S gezockt? Wie findet ihr das? Auch damit rein in die Kommentare. Würde mich echt freuen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergesst den Like nicht, vergesst das Abo nicht. Und ich würde sagen,
bis zum nächsten Mal. Ciao.